Hallo, wie vor mittlerweile Wochen nun angekündigt, gibt es heute das Charles Dickens Video und zwar nun im Rahmen der vierten Klassikerwoche, in der verschiedene Booktuber über Klassiker sprechen. Ich verlinke euch selbstverständlich die Kanäle aller teilnehmenden Booktuber unten in der Infobox, damit ihr wisst, was euch erwartet. Ich werde erst einmal kurz auf das Leben von Charles Dickens zu sprechen kommen, dann allgemein über seine Werke sprechen, also immer wiederkehrende Themen, sein Stil und so weiter. Und dann spreche ich über die Bücher, die ich bisher von ihm gelesen habe. Also jetzt erst einmal eine kurze Biografie von Charles Dickens. Er wurde 1812 als zweites von 8 Kindern in Landport geboren, im Süden Englands. 1822, also 10 Jahre später, zog die Familie nach London und bis kurz nach dem Umzug ging es ihnen auch finanziell gesehen nicht schlecht. Dann aber kam der Vater ins Schuldgefängnis. Der zu dieser Zeit dann 12-jährige Charles Dickens musste deswegen für einige Zeit die Schule abbrechen und in einer Schuhcremefabrik arbeiten, um die Familie finanziell zu unterstützen. Das war eine Erfahrung, die ihn sehr schwer traumatisierte und die er ein Leben lang auch nie richtig überwinden konnte. Es war für ihn nicht nur eine Demütigung, sondern auch ein Verlust an Geborgenheit und Vertrauen. Es war einfach in vielerlei Hinsicht sehr erschütternd für ihn, um es an dieser Stelle recht kurz zu fassen. Ein Trauma, das er in seinen Werken häufig thematisierte, weshalb ich ein bisschen ausführlicher auf diesen Punkt eingegangen bin. Als sich die finanzielle Situation der Familie später besserte, konnte Charles Dickens die Schule fortsetzen, aber mit 15 Jahren schon arbeitete er als Rechtsanwaltsgehilfe und dann später als Gerichtsreporter. 1833, mit 21 Jahren, veröffentlichte er seine ersten literarischen Texte unter einem Pseudonym in Zeitschriften. Seine große Liebe, Maria Beadnell, bescherte Charles Dickens drei furchtbare Jahre voller Ungewissheit. Sie war mal abweisend, machte ihm dann wieder Hoffnungen, bis Charles Dickens irgendwann alles aufgegeben hat. Aber es machte ihn sehr zu schaffen. Auch diese Erfahrung fließt gelegentlich in manchen Werken auf die eine oder andere Art und Weise mit ein, auf die ich später aber nicht genauer eingehen werde, um einfach nicht zu spoilern. Ein paar Jahre später, 1836, heiratete er dann Catherine Hogarth und das war auch das Jahr, in dem er seinen Durchbruch als Schriftsteller schaffte, und zwar mit dem Roman Die Pickwickian. Und von da an ging es eigentlich auch nur noch steil bergauf. Auch die Familie Dickens wuchs ordentlich. Sie bekamen insgesamt 10 Kinder. Charles Dickens arbeitete also stetig an seinen Romanen weiter. Die meisten von ihnen erschienen als Fortsetzungsromane in Zeitschriften. Gleichzeitig gründete er seine eigene Zeitschrift, für die unter anderem Wilkie Collins und Elizabeth Gaskell schrieben. Charles Dickens war der erfolgreichste Schriftsteller Englands seiner Zeit und starb 1870 in Rochester. Das über sein Leben in Kürze. Je mehr man allerdings über sein Leben weiß, umso mehr kann man auch in seinen Romanen entdecken. Wie bereits erwähnt, fließt sein Kindheitstrauma häufig in seinen Werken ein. Das heißt, Kinderarbeit beispielsweise ist ein oft wiederkehrendes Thema in seinen Büchern, aber auch Kindheit allgemein. Dickens dokumentiert in seinen Büchern die gesellschaftlichen Verhältnisse Englands in der viktorianischen Zeit während der industriellen Revolution. Es geht also häufig um Klassenunterschiede, die in dieser Zeit auch immer größer wurden. Er zeigt die sozialen wie auch die wirtschaftlichen Missstände auf. Es gibt also sehr viel Sozialkritik in seinen Büchern, aber auch Kritik am Sozialsystem Englands und an den öffentlichen Einrichtungen. Anders ausgedrückt, Charles Dickens war ein leidenschaftlicher Befürworter von Mitmenschlichkeit und Gerechtigkeit. Kommen wir zu seinem Stil. In seinen Werken steckt ein sehr angenehmer, natürlicher, subtiler Humor, der sich durchaus auch mal als Ironie oder Sarkasmus verkleiden kann. Dickens kann aber auch ernst. Seine Werke sind eigentlich alle sehr spannend, weil es sehr viele Wendungen gibt, was bei Fortsetzungsromanen natürlich auch nur vorteilhaft ist. Es gibt aber auch sehr viel Tragik und manches schreibt Dickens sehr gefühlvoll, was für manche womöglich ins Sentimentale rutschen könnte. Das ist absolut Geschmackssache. Es gibt aber durchaus auch düstere und grausame Szenen in seinen Werken. Kurzum, er zieht in allen Büchern, die ich bisher von ihm gelesen habe, wirklich alle Register
Und ich mag das sehr gerne. Was mir außerdem auch sehr gut gefällt, ist, dass er all seinen Figuren Leben einhaucht, indem er ihnen ganz eigene Merkmale zuschreibt. Ganz besondere Eigenarten, Ticks, ihre ganz eigene Sprechweise und so weiter und so fort. Und dadurch werden für mich zumindest alle Figuren sehr, sehr lebhaft. Was mir ebenfalls erwähnenswert erscheint, ist, dass Dickens oft Gut und Böse klar voneinander abgrenzt. Beispielsweise gibt es zu einer bestimmten Figur oft ein Gegenstück oder eine Gegenfigur, die die andere Seite darstellt und Vergleiche ermöglicht oder Gegensätze veranschaulicht. Und Dickens verwendet diese Abgrenzung auch ganz gerne, wenn er Kritik üben möchte. Dadurch auch wirken manche Bücher fast ein wenig märchenhaft. Euch werden sicherlich auch andere Gemeinsamkeiten oder Parallelen bezüglich der Themen oder des Stils nicht entgehen. Ich werde nicht jeden einzelnen Punkt aufzählen, denn sonst sitzen wir hier noch Tage. Ich erwähne am besten an dieser Stelle auch gleich, weshalb mir persönlich die Werke von Charles Dickens so unglaublich gut gefallen, damit ich mich nicht nach jedem Buch wiederholen muss oder damit ich es später rausschneide, falls ich mich nicht beherrschen kann. Zum einen die genannten Punkte. Ich interessiere mich sehr für die Themen und ich kann mich für seinen Stil einfach unglaublich begeistern. Charles Dickens schafft es unmerklich, aber innerhalb von kürzester Zeit ganz besondere Atmosphären zu erschaffen. Und das unter anderem hat eine enorme Sogwirkung auf mich. Er schafft es einfach wirklich innerhalb von wenigen Seiten, wenn nicht gar Sätzen, dass ich komplett in diese Welt eintauche und alles um mich herum vergesse. Ich bin einfach sofort komplett involviert mit meinen Gedanken, mit meiner Fantasie, mit meinen Gefühlen. Ich lebe in seiner Welt, wenn ich seine Bücher lese, um es kurz zu machen. Er bietet mir auch viel Stoff zum Nachdenken, also was will man mehr? Beinhaltet alles, was ich liebe und deswegen schätze ich seine Werke so sehr. Kommen wir jetzt also zu den Büchern. Es geht los mit Oliver Twist, das ist der zweite Roman von Charles Dickens und eines der bekannteren Werke. Oliver Twist ist ein Waisenjunge. Er wächst im Armenhaus auf, wo er, wie auch die anderen Kinder, vernachlässigt und misshandelt wird und wo man ihn auch hungern lässt. Als Oliver Twist eines Tages um eine zusätzliche Portion Haferbrei bittet, will man ihn wegen seiner Frechheit und Undankbarkeit und natürlich auch wegen den Kosten, die er wie auch alle anderen Kinder dort verursachen, so schnell wie möglich loswerden. Man bietet Oliver als Lehrling an, mit einer finanziellen Belohnung für denjenigen, der ihn aufnimmt. Ein Leichenstatter reagiert auf die Annonce eigentlich nur wegen der ausgeschriebenen Belohnung und nicht, weil er wirklich Interesse an einem Lehrling hat. Entsprechend ergeht es Oliver Twist dort kein bisschen besser. Er wird tyrannisiert, weiterhin misshandelt, bis er letztlich flieht. Er flüchtet nach London. Dort allerdings gerät er in die Fänge von einem Mann namens Fagin, der Kopf einer Kinderbande, die er zu Dieben herangezogen hat. Eigentlich durch ein sehr unglückliches Ereignis kann Oliver ihnen entkommen. Aber es bleibt abzuwarten, ob sich von nun an wirklich alles zum Guten wenden wird, denn die Verbrecher haben sehr großes Interesse an Oliver Twist. Sie setzen alles daran, ihn zurückzuholen. Aus Gründen, die sich erst gegen Ende aufklären. Ein sehr spannendes Buch. Man will einfach wissen, wie es mit Oliver weitergeht. Und natürlich ist auch die große Frage im Raum, warum die Kriminellen ihn unbedingt in die Hände bekommen möchten. Obwohl Oliver Twist von klein auf nur die übelste Behandlung erfahren hat, wird aus ihm kein kaltherziger Junge, dafür aber ein sehr verunsicherter. Er ist ein Junge, dem Dinge zustoßen, als dass er selbst aktiv etwas unternimmt. Das ist aber psychologisch sehr gut begründet. In diesem Buch steckt sehr viel Kritik an öffentlichen Einrichtungen für Arme. Armenhäuser, Waisenhäuser, Arbeitshäuser. Und es wird eben auch gezeigt, dass Armut zu Kriminalität führen kann. Was ich auch sehr spannend fand, war, dass durch eine Person, Figur, auf die ich jetzt nicht eingegangen bin, Nancy, verdeutlicht wird, ab welchem Zeitpunkt für diese Menschen kein Zurück mehr möglich ist und
weshalb. Ein wirklich sehr lesenswerter, spannender und auch bewegender Roman. Und wie ich finde, eignet sich dieses Buch auch sehr gut für den Einstieg. Aufgrund des Umfangs natürlich ist es sehr viel geringer als bei vielen anderen Werken. Und es ist, also von dem, was ich bisher gelesen habe, auch ein wirklich unverkennbarer, typischer Dickens. Könnte hilfreich sein, um festzustellen, ob man das mag oder nicht. Das nächste Buch ist der Raritätenladen. Man wird gleich ein paar Parallelen zu Oliver Twist entdecken können. Es geht in diesem Buch um das kleine Mädchen Nell. Sie ist waise und lebt mit ihrem Großvater Trent. Trent hat einen Raritätenladen. Die zwei führen ein bescheidenes, aber sehr glückliches Leben. Wäre da nicht der sogenannte Gnom Kilp. Er ist auf das bisschen Hab und Gut, das die zwei besitzen, aus und bedrängt sie so sehr, dass sie sich letztlich gezwungen sehen, in einer Nacht- und Nebelaktion zu flüchten. Sie verlassen also London und ziehen fortan quer durch England. Auf ihrer rastlosen Reise begegnen sie ganz unterschiedlichen Menschen. Manche, die ihnen helfen, manche, die ihnen nichts Gutes wollen. Es geht also recht abenteuerlich zu. Zwischenzeitlich bleibt ihr Verschwinden in London natürlich nicht unbemerkt. Kilp ist entschlossen, er wird die zwei finden. Das ist natürlich gar nicht so einfach und deswegen fängt er dann später an, wirklich heimtückische Pläne zu schmieden und zieht auch noch ganz andere Figuren in seine fiesen Machenschaften hinein. Aber Kilp ist nicht der Einzige, der die zwei sucht. Auch Kit möchte wissen, wo die zwei stecken, wenn auch aus ganz, ganz anderen Gründen. Kit war der Gehilfe von Trent und Nels bester Freund und ist besorgt und auch verwirrt wegen des plötzlichen, unangekündigten Verschwindens und möchte deswegen herausfinden, wo die zwei stecken. Als Kilp erfährt, dass auch Kit auf der Suche nach den beiden ist, sieht er seine Chancen steigen. Er verwickelt Kit in seine Intrigen, ohne dass der arme Junge das merkt. Und so nimmt die Flucht und die Verfolgung ihren Lauf mit ganz vielen Wendungen und Überraschungen, mit sehr vielen Figuren. Es ist wieder sehr spannend und bewegend. Es gibt auch einige lustige Szenen und sehr schöne Landschaftsbeschreibungen. Ich hatte am Anfang des Videos ja bereits erwähnt, dass es häufig eine klare Abgrenzung zwischen Gut und Böse gibt. Das trifft hier zu bei den Figuren, aber auch ein weiterer Kontrast sticht hier hervor, und zwar der Unterschied zwischen Natur- und Industriegebieten, also der Reinheit und der von Menschen verursachten Verschmutzung. Auch die Sozialkritik bleibt hier nicht außen vor. Sie steht hier allerdings nicht so sehr im Vordergrund im Vergleich zu den anderen Büchern. Dafür war es für mich aber in seiner Art oder Wirkung etwas märchenhafter als die anderen Werke. Auf jeden Fall sehr, sehr zauberhaft, wenn man so etwas mag. Das nächste Buch ist eine Weihnachtsgeschichte. Das ist sicherlich den allermeisten bekannt, ob als Buch, als Verfilmung, Theateraufführung oder was. Deswegen fasse ich mich in diesem Fall wirklich sehr, sehr kurz. Scrooge ist ein kaltherziger Geizhals. In der Nacht vor Weihnachten erscheinen ihm die drei Geister der Weihnacht: der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Scrooge wird mit Dingen konfrontiert, die ihn verletzen und oder ängstigen, kurz Dinge, die er lieber nicht sehen würde, die es aber schaffen, sein erkaltetes, grausames, egoistisches Herz auftauen zu lassen. Eine Geschichte also, die ganz eindeutig an all die Werte appelliert, die Charles Dickens besonders wichtig waren. Mitgefühl, Nächstenliebe, das Unterstützen der Benachteiligten, auch Geselligkeit, Freude, Feiern. Einfach alles, was man mit Weihnachten verbindet. Ein Fest, das Charles Dickens ganz besonders liebte. Immer wieder schön zu lesen. Alle Jahre wieder. Es geht weiter mit David Copperfield. Ein stark autobiografisch geprägter Roman. Und auch hier werden einige Parallelen zu Charles Dickens Leben und zu einigen anderen Werken deutlich. Es ist die Lebensgeschichte David Copperfields, angefangen von einer sehr harten Kindheit bis ins Erwachsenenalter, Mitte 20 etwa. David Copperfield wird von seinem despotischen Vater grausam behandelt, der ihn dann später in ein Internat steckt, wo David weiterhin gedemütigt und misshandelt wird.
Noch etwas später dann, als David, ich glaube, 10, 11 Jahre alt ist, wird er nach London geschickt, wo er als Laufbursche arbeiten muss. Es ist eine düstere, herzzerreißende Kindheit ohne Freude, Wärme, Geborgenheit und eine Zeit, in der er eigentlich ausschließlich auf sich selbst gestellt ist. Letztlich sieht David Copperfield nur eine einzige Möglichkeit. Er flieht. Und zwar zu seiner Tante, eine übrigens wirklich sehr interessante Figur. Er kann sich bei ihr dann erst einmal von den Grausamkeiten befreien. Wir folgen ihm aber noch viele weitere Jahre, in denen er sich ganz anderen Herausforderungen stellen muss. Aber endlich ist es auch eine Zeit, in der er auch, nicht ausschließlich, aber auch schöne Momente im Leben erfährt. Es ist ein so äußerst berührendes Buch. Natürlich begegnet David Copperfield in seinem Leben ganz vielen, ganz unterschiedlichen Menschen. Sie alle machen die Geschichte natürlich sehr bunt und sehr abwechslungsreich. Durch diese Figuren aber erhalten wir auch ein sehr schönes Panorama der damaligen Gesellschaft, da die Figuren aus ganz unterschiedlichen Gesellschaftsschichten stammen. Dadurch werden natürlich die gesellschaftlichen Unterschiede aufgezeigt, wie auch die Missstände und die Situationen, in die sich die verschiedenen Menschen aufgrund ihrer Umstände eben bringen können. Es geht in diesem Fall natürlich auch um Kinderarbeit. Es ist, finde ich, aber auch ein Werk, das mit noch größerem Einfühlungsvermögen geschrieben wurde als die Bücher, die ich bisher gezeigt habe. Es ist einfach wirklich toll und ein Buch, das einen besonderen Platz in meinem Herzen hat. Es ist nicht leicht, den Liebling unter seinen Lieblingen auszusuchen, wenn es überhaupt möglich ist, aber womöglich ist das hier mein liebstes Werk von Charles Dickens. Vielleicht, ich glaube schon. Es geht weiter mit Schwere Zeiten. Das Ganze spielt im Norden Englands in Coketown, Kohlestadt, einer Industriestadt. Thomas Gradgrind ist ein Utilitarist, also überzeugt, dass nur Fakten, Tatsachen und Nutzen im Leben von Bedeutung sind. Fantasie, Gefühle, Kreativität, Vergnügen nützen niemandem, sind also sinnlos und müssen für eine fortschrittliche Zukunft unterbunden werden. Nach dieser Überzeugung erzieht er seine Kinder, Luisa und Tom, und die Schüler in seiner Schule. Sein enger Freund Bounderby teilt seine Ideale und ist darüber hinaus noch ein Großindustrieller, der bei jeder Gelegenheit und auch jeder Nichtgelegenheit damit prahlt, dass er sich selbst von der Gosse hochgearbeitet und es zu Wohlstand gebracht hat. Während Bounderby vor Selbststolz platzt, sieht man die Opfer seiner Errungenschaften auf den Straßen. Männer und Frauen, die zu den Fabriken gehen, um für ein kümmerliches Einkommen sich halbtot zu arbeiten. Darunter befindet sich auch die Figur Stephen Blackpool, ein sehr einfacher Mann. Während sich unter den Arbeitern Unruhen breit machen, wird Blackpool zum Opferlamm aller. Er ist gegen die Ausbeutung von ihm selbst und seinesgleichen, was ihn automatisch zu einem Gegner der Kapitalisten macht. Gleichzeitig aber traut er auch den Gewerkschaften nicht ganz. Er betrachtet das Ganze skeptisch und möchte sich ihnen deswegen auch nicht anschließen. Deswegen wird er von den anderen Arbeitern missachtet. Es geht in diesem Roman also um zweierlei. Anhand von Thomas Gradgrind und seiner Erziehung der Kinder kritisiert Dickens den Utilitarismus, das Nützlichkeitsprinzip, das nur auf Fakten und Nutzen Wert legt und dabei alles Menschliche, Individuelle, alle Gefühle, also alles, was das Leben schön und lebenswert macht, unterdrückt. Andererseits geht es hier um die Industrialisierung, um die Ausbeutung, um die Massenarmut und die immer weiter auseinanderklaffende Schere zwischen Arm und Reich in dieser Zeit. Also wieder um die sozialen und wirtschaftlichen Missstände. Während des Lesens hatte ich einen sehr starken Eindruck, dass dieses Buch irgendwie anders ist als die bisherigen Werke, die ich gelesen hatte. In den anderen Büchern stehen in erster Linie die Figuren, ihre Schicksale, die Stimmungen, natürlich auch Dickens subtiler Humor im Vordergrund, und all diese Dinge
führen uns bestimmte Themen vor Augen. In diesem Fall hatte ich persönlich den Eindruck, dass die Figuren eher um die Themen herum entstanden sind. Ich möchte nicht missverstanden werden, die Charaktere sind hier genauso gut ausgearbeitet, genauso lebhaft wie in den anderen Werken. Ich hatte einfach nur den Eindruck, dass Charles Dickens sehr viel mehr die Themen und die Kritik im Kopf hatte, als er dieses Buch schrieb, dass sie einfach wirklich niemandem entgehen kann. Man muss natürlich auch berücksichtigen, dass in dieser Zeit die Werte, die Charles Dickens hier kritisiert, sehr populär waren. Ich möchte festhalten, dass auch dieses Buch mich nachdenklich gemacht hat, dass es mich auch emotional erreicht hat, dass ich mit den Charakteren mitgefiebert habe. Ich war also wieder voll dabei, aber tatsächlich musste es in diesem Fall erst einmal entstehen, was Dickens bei mir sonst umgehen schafft. Das bedeutet nicht, dass es schlechter oder besser ist als seine anderen Werke. Es ist einfach nur anders. Es war unerwartet für mich und auch das kann durchaus sehr interessant sein. Wir machen weiter mit Klein Dorrit. Als Arthur Clennam nach vielen Jahren nach England zurückkehrt, lernt er im Haus seiner Mutter, bei der er eigentlich gar nicht willkommen ist, Klein Dorrit kennen. Klein Dorrit arbeitet für seine Mutter als Näherin. Eigentlich heißt Klein Dorrit Amy und ist eine junge Frau. Sie wird aber Klein Dorrit genannt, weil sie so klein und zierlich ist. Arthur und Amy lernen sich also kennen und so erfährt Arthur, dass Klein Dorrit wie auch ihre gesamte Familie im Schuldgefängnis wohnt, weil ihr Vater seinerzeit die Schulden nicht bezahlen konnte. Ein kleines Detail: auf einem Erbstück seines Vaters lässt Arthur vermuten, dass seine Familie an dem Unglück der Dorrits schuld sein könnte. Er weiß es nicht, er möchte es aber unbedingt herausfinden. Es ist aber echt gar nicht so leicht. Es gibt so viele Figuren, die aus verschiedenen Gründen bestimmte Dinge verheimlichen. Es gibt sehr viele Geheimnisse also, aber auch Intrigen und Eigeninteressen. Es ist kurzum kein leichtes Unterfangen und bei alledem spielen sehr viele Figuren eine Rolle. Auch wenn man anfangs überhaupt gar nicht weiß, wie sie alle zusammenhängen, denn entsprechend gibt es hier auch einige Handlungsstränge, die auch erst mit der Zeit zusammengeführt werden. Dickens hat hier also eine etwas weitere und komplexere Welt gebaut als in den anderen Werken. Besonders auffällig in diesem Buch ist das Bild von Gefangenschaft, das sich auch wirklich durch die ganze Geschichte zieht. Nicht nur das Schuldgefängnis, in dem die Dorrits leben, wir tauchen hier auch in andere Gefängniszellen ein, aber auch das Haus von Arthurs Mutter erinnert sehr stark an ein düsteres Gefängnis, ebenso auch andere Orte. Und es ist nicht nur die Haft in einem Gefängnis, sondern dieses Bild wird auch projiziert. Beispielsweise die Gefangenschaft mancher Figuren in bestimmten Beziehungen oder auch das Eingesperrtsein in bestimmten Gesellschaftsschichten und noch mehr, was man dann selbst entdecken kann. Das fand ich wirklich sehr, sehr auffällig und dieses Buch hat mich dann auch nachdenklich gemacht, wie stark dieses Motiv in den anderen Werken von Charles Dickens vertreten ist und ich habe festgestellt, sehr häufig. Erwähnen möchte ich aber doch auch noch das Circumlocution Office. Ich habe keine Ahnung, wie es ins Deutsche übersetzt wurde. Umschweifamt oder überflüssiges Schwafelnamt oder so, ich habe keine Ahnung. Ein Amt auf jeden Fall, das Probleme hat, sich selbst zu verwalten, geschweige denn die Anträge der Bürger zu bearbeiten. So gesehen also auch ein geschlossenes Gefängnis in sich, das dadurch andere handlungsunfähig macht, also gefangen hält. Zugleich kritisiert Dickens damit natürlich auch die Bürokratie, die aus bestimmten Gründen einfach nicht funktioniert. Um jetzt langsam zum Ende zu kommen, ein sehr interessanter, etwas verwinkelter, dadurch auch sehr spannender, bunter und abenteuerlicher Roman. Das nächste Buch ist Große Erwartungen. Es geht hier um Pip. Er ist ein Waisenjunge, der in ärmlichen Verhältnissen bei seiner Schwester und ihrem Mann lebt. Die Schwester behandelt Pip sehr schlecht. Eines Tages dann aber bekommt Pip einen Bescheid, der sein Leben von Grund auf ändern wird. Ein Gönner, der geheim bleiben möchte, sorgt dafür, dass Pip nach London zieht, um zum Gentleman herangebildet zu werden. Für Geld und für die Ausbildung wird gesorgt. Pip
freut sich riesig, auch deswegen, weil er für Estrella schwärmt und als Gentleman Chancen bei ihr hat. Deswegen glaubt er auch, dass Estrellas Pflegemutter Miss Havisham die geheime Gönnerin ist, eben mit genau dieser Absicht. Pips gesellschaftlicher Aufstieg, der dann die Vereinigung mit Estrella ermöglicht. Und so verkehrt Pip also fortan in ganz anderen Kreisen, mit ganz anderer Kleidung, an einem ganz anderen Ort, mit ganz anderen Problemen und Manieren. Wie Gentleman hier verstanden und definiert wird, ist übrigens auch sehr interessant. Da wird schon einiges an Kritik bemerkbar. Einige Zeit später dann offenbart sich, wer der geheimnisvolle Gönner wirklich ist. Und diese Enthüllung bringt noch einige andere Erkenntnisse. Letztlich sind beide, Pip und Estrella, Produkte ihrer Gönner. Was für Produkte, wofür, mit welcher Absicht und so weiter, das verrate ich an dieser Stelle natürlich nicht. Eine klare Einteilung von Gut und Böse gibt es hier nicht mehr. Die Figuren schwanken, verändern sich und sind schwerer zuordnenbar. Es geht hier auch weniger um die sozialen Missstände. Es spielt selbstverständlich auch eine Rolle, denn diese wirken und beeinflussen die Figuren ebenso sehr wie ihre persönlichen Erfahrungen. Aber im Vordergrund steht hier vielmehr die Betrachtung der inneren Entwicklung. Und diese gestaltet sich in diesem Fall sehr viel komplexer als in den vorherigen Werken. Obwohl dieses Buch mein drittes von Dickens war, fand ich damals schon das Ende. Ich hatte einfach mit etwas ganz, ganz anderem gerechnet. Später hatte ich dann irgendwo gelesen, vermutlich im Nachwort oder so, dass Dickens das Ende auf Anraten eines Freundes umgeschrieben hatte, was ich ehrlich gesagt sehr bedauere. Das ist das Einzige, was mich ein wenig irritiert hatte an diesem Buch, aber nichtsdestotrotz absolut lesenswert. Interessant fand ich in jedem Fall auch, Vergleiche zu ziehen zwischen Große Erwartungen und David Copperfield. Die einzigen beiden Romane übrigens auch von denen, die ich bisher gelesen habe, die in der Ich-Perspektive geschrieben wurden. Es gibt einige Parallelen, wie auch einige Unterschiede zwischen Pip und David. Man kann auf jeden Fall, wenn man möchte, sich Gedanken darüber machen. Mir zumindest hat es sehr viel Spaß gemacht. Und um noch eine kurze weitere Parallele zu zeigen, sowohl in Große Erwartungen als auch in Schwere Zeiten geht es um die Wichtigkeit und die Prägung von Erziehung, wenn auch in diesen Fällen ganz andere Vorgehensweisen und Ziele angesprochen und beleuchtet werden, ist es in beiden Büchern auch ein wichtiges Thema. Das waren alle Werke, die ich bis jetzt von Charles Dickens gelesen habe. Es gibt aber noch ein Buch, das ich an dieser Stelle gerne erwähnen möchte, und zwar Unser Vater Charles Dickens von Mary und Charlie Dickens. Der Titel verrät es bereits. Hier berichten seine Kinder, übrigens nicht nur Mary und Charlie, über Charles Dickens als Vater. Wir erhalten auch sehr viele Einblicke in sein Leben als Privatperson. Er war ein liebevoller Vater, der seine Kinder, insbesondere als sie jünger waren, oft lobte und unterstützte. Er war aber durchaus auch mal distanziert und streng. Es wird auch beschrieben, mit welcher Hingabe er geschauspielert hat und Stücke inszeniert hat und natürlich auch mit welchem Herzblut er gearbeitet hat. Dickens war auch ein sehr geselliger und sehr emotionaler Mann, der keinerlei Probleme damit hatte, seine Gefühle auch öffentlich zu zeigen, wenn sie ihn denn überkamen. Besonders gut gefallen haben mir hier die wunderschönen Anekdoten aus dem Alltag oder auch bei besonderen Ereignissen oder Erlebnissen. Beispielsweise, wie Dickens mal versuchte, eine Fledermaus zu fangen, um sie dann wieder in die Freiheit zu entlassen. Oder auch sein Antwortschreiben an einen kleinen Jungen, der ihn gebeten hatte, einige Änderungen an seinem Fortsetzungsroman Nicholas Nickleby vorzunehmen. Das fand ich wirklich sehr, sehr goldig. Und lauter solche schönen Erinnerungen stecken in diesem kleinen Büchlein. Und was mir auch sehr, sehr gut gefallen hatte, war, dass Charles Dickens hier nicht verherrlicht wird. Es werden nicht nur die guten Seiten aufgezeigt, er wird aber genauso wenig angeprangert oder bloßgestellt. Es wird einfach sehr deutlich, dass Charles Dickens ebenfalls ein Mensch war. Mit Fehlern, mit Schwächen und einigen Ängsten. Kurzum, keine typische klassische Biografie natürlich, aber absolut lesenswert für alle, die
Dickens mögen oder lieben, aber auch darüber hinaus sehr aufschlussreich und auch sehr amüsant. Gefiel mir sehr, sehr gut. Und damit kommen wir zum Ende des Videos. Das war alles, was ich über Charles Dickens sagen konnte und wollte. Natürlich gäbe es bei seinen Werken noch einige andere Parallelen oder auch Interpretationsansätze zu erwähnen, was ich an dieser Stelle nicht machen konnte, weil ich sonst spoilern würde und das Video ist wahrscheinlich sowieso schon viel zu lang. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass euch dieses Video gefallen hat und ich würde mich natürlich sehr freuen über eure Kommentare, ob ihr meine Meinung zu Charles Dickens oder zu bestimmten Büchern teilt oder mir gerne widersprechen möchtet, welche Bücher ihr von ihm gelesen habt oder ob ihr Interesse habt einzusteigen und so weiter. Also alles rund um Charles Dickens, teilt es mir sehr, sehr, sehr gerne unten in den Kommentaren mit. Und damit wünsche ich euch wunderbare Lesestunden. Macht's gut!